Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend oder wie auch immer, liebe Leute. Hier bin ich wieder mit einer weiteren Folge, diesmal eine Freifahrt, weil ich mir noch ein bisschen die Gegend angucken möchte. Und ich stehe gerade hier auf dem Parkplatz, habe mich hier abgestellt sozusagen. Und ja, dann würde ich sagen, fahre ich mal ein bisschen hier rum. Okay, wollen wir mal so die Gegend hier angucken, wo ich noch nicht war und überhaupt. Und dann, ja, schauen wir mal. Wo ist denn überhaupt mein Strich? Den sehe ich so jetzt nicht, aber. Ach so. Ich sehe ihn ja auf der Karte. Was haben wir denn da für Werbung? Aha, eine junge Frau. Lecker. Also ich denke mal, was sie da in der Hand hat, wird lecker sein. Gut, dann schauen wir mal, was hier so ist. Willkommen, ja. Das könnte so eine Art Hotel sein. Lass mal ein bisschen gucken hier. So. Tankstelle. Und ist so eine Art Hotel. Gut, dann düse ich mal hier weiter rum. So wie der Strick mir das zeigt, wo ich lang muss. Hier ist eine Brücke. Links ist eine Brücke. Aber die linke hat eine andere Form. Warum auch immer. Dort ist ein Haus am Wasser, da sind Schiffe. Anlegestellen. Oh, Alter, hier ist was mal gucken. Oh, die Fabrik, ey. Boah, pfui. Dass sowas hier noch erlaubt ist. Blah. Also wirklich. Moment, nichts gucken. Da kommt nichts. Okay. Ich nehme mal an, wenn wir das hier angucken, dass da die Fabrik gezeigt wird. Ach ja, la 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 la. So, dann lass mal sehen, was haben wir denn hier? Port Arthur. Arthur zum Beispiel auch genannt. 1895. Wurde der Hafen gegründet? Aha. Ja, mein. Gulli. Dann geht's hier weiter. Ich habe noch 7 Kilometer vor mir. Alles klar. Da ist der Hafen. Ja, ein bisschen, ne? Kleiner Hafen. Mini-Hafen. Rechts ist auch kein Wasser, war da hinten, aber hier ist dann auch wieder Wasser. Da bin ich mal gespannt. Hier ist doch eher so, ja, Arbeitergebiet. Wenig los. Parkplatz. Für die Leute, die wohl da arbeiten gehen. Da ist ein Flugzeug, habe ich doch richtig gesehen. Moment. Hallo. Was hat er denn da am Essen? Oder so. Plump, hi. Oh, eine Frau. Können wir da mal ein Foto von machen? Warte mal. Fotomodus? Ja. Nett, nett, nett. Ja. So. Dann haben wir hier
Fahrzeug anzeigen. Tageszeit. Egal. Bewegungsschärfe ist auch unten eigentlich. Ein Rahmen. Wie wär's mit dem Rahmen? Oh Gott. Nee. Nein. Der geht. Blau geht auch. Die anderen gehen auch, ja. Gibt's ja nichts Papier. Was ist das für ein Rahmen? Mit Flecken drauf. Okay, dann würde ich mal sagen, zuneigen, geht der Netz an aus. Nein, so ist gut. Und ein Foto bitte können. So, Knips. Nein. Dann haben wir hier. Okay. So. Da haben wir jetzt genug geguckt. Hier auch. Ruhe. So. Dann geht's mal weiter. Gehen da die Dinge auch kaputt? Sieht nicht so aus. Nein, die sehen härter aus. Gut, da dürfen wir nicht hin. Diese Schiff da angucken. Aber da. Aber. Ja, hier können wir weiterfahren. So. Dann gucken wir mal, wo wir hier denn noch so hinkommen. Da sind Segelschiffe. Hier sind Vögel. Kleine Häuser. Da sieht mir doch eher nach einem Geldwagen aus hier. Hä? Oder was ist das? Krankenwagen? Das ist ein Krankenwagen. Haha. Bam. Schön Krankenwagen rammen hier. Warum ist der so schwarz? Hätte rot sein können oder weiß. Den kann aber nicht so zum Steuern bringen. Naja, egal. Vielleicht da keine Polizei gerufen hat. Hier so schön an der Küste, das ist. Was ist denn da hinten? Untergegangenes Boot oder was? Ja. Hier ist eine schöne Ecke, hier kann man einkaufen. Restaurant ist da. Den haben wir hier. Noch ein Restaurant. Okay, Klamottenladen. Hier ist eine Tankstelle. So, einmal volltacken bitte. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Sonntag geschlossen, aha. Okay. Haha. Ist hier leider nicht wie bei GTA, dass man hier richtig umfahren kann. Hier kann man das nicht machen. Und wieder Vögel.
Oh, ich habe von Vögeln keine Ahnung. Hä? So. Dann hier über diese Brücke. Bitte was? Was war denn das? Moment, war. Lass mal gucken hier. Isabel. Okay. Na dann. Und bam. Ich düse mal da zum Leuchtturm. Kriegen wir den Zaun ja kaputt? Nein. Oh. Okay, der Leuchtturm. Polizeiüberwachung. Gerne. Fitnesspolizei. Komm mal her. Gib mir mal ein paar Erfahrungspunkte. Hey. Lalü, lala. Verdächtiger Fall 10. Alle Einheiten ausschwärmen und sofort Dingfest machen. Genau, sofort Dingfest machen. Dann mach mal mein Dingfest. Oder ist das ein Fest und Feiern? Heute feiern wir das Dingfest. Yeah. Entkommen den Cops. Gerne. Ja, voll durch da. An alle Posten. Ein Straftäter betritt unseren Zuständigkeitsbereich. Schnappt ihn euch, Jungs. Bestätigt. Ja, ja. Ja, kriegt Besuch. Warum bist du denn immer hinter mir? Achtungszentrale. Das Ziel wird immer aggressiver. Alles klar. Okay, wir schicken Ihnen weitere Einheiten. Bitte warten. Hi. Ich schlage zu. Ja, schlag mal zu. Ich schreib ihn aus. Er ist uns entwischt. Er ist noch unterwegs. Ich versuche ihn lahmzulegen. Ja, versuch mal ihn lahmzulegen. Das Abfangmanöver ist nicht gewählt. Oh, jetzt auch noch Regen. Ich kann dich mal ausparken, hier, guck mal. Was sagst du dazu? Wow, wir rutschen. Ich hab keine Sicht auf das Zielzentrale. Donnerwetter ist es hier wieder. Zentrale, bitte komm. Ja, doch, Scheiße. Nehmen die Verfolgung wieder auf. Ist klar. Uhr. Ach ja? Aber was ist das hier? Da kann man doch ganz leicht vorbeifahren. Ist einfach verschwunden. Ich sehe ihn nicht. Verstanden. In Bereitschaft bleiben und Anweisungen. Zentrale, wir haben ihn verloren. Hui. Okay. Gib ein paar Punkte. Holla die Waldfee. Wo sind wir denn hier? Wenn ich mal gucken darf. Aha. Haben wir das hier unten aufgedeckt. Lass mich mal hier oben hinfahren. Hier. Da so. Einfach mal hin. Die nächste dann rechts rein. Das sind 5 Kilometer. Gut. Eben war es mehr. Ziemlich knackig, aber ja.
müssen ja schon abbiegen. Oh, da sehe ich. Bam! Na, hinten so ein blödes Fenster. So und so, dass man leicht durchgucken kann. Diese Ablage da. Den Spoiler müsste dann irgendwie hinten. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wieder mit Augen aus. Bam! Hoppala, die Werbung geht ja gar nicht kaputt. Was ist das denn? Na schön, dann lass mich mal das hier angucken, was wir hier haben. So. Raumschild. Aha. Nummer 50 haben wir hier entdeckt. 2000 Bucks. Okay. Dann mal weiter. Und es regnet immer noch. Was haben wir hier? Bremse, Bremse, Bremse. Was ist das denn? Wohnhaus? Sieht so aus. Hier ist auch eine kleine Tankstelle. Kling, kling. Einmal voll tanken bitte. Wer ist denn das da oben? Sieht ein bisschen aus wie Gronkh. Irgendwie so Vollbart. Nicht ganz so schlank wie ich, aber könnte eine Art Gronkh sein. Gut. Wie auch immer. Ein ganzer Fernseher ist nass, Mann. Durch den Regen hier. Muss ja gleich ein Tuch nehmen und den hier so abwischen, ey. Was gibt's denn sowas? Bam, 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 was lag denn? Oh, da sind auf der Straße, Mann. So. Große, ja, Fabrik, sage ich mal. Und was haben wir hier? Da wird Bier gemacht oder was? Keine Ahnung. Oh, da ist die Abendsonne. Sagen wir schneller. Klamotten für Männer und Frauen. Von mir aus gesehen brauchen Frauen keine Klamotten. Ohne Klamotten sehen die doch besser aus. Also die meisten jedenfalls. Welche nicht, aber... Gut. Jetzt sind wir hier angekommen, wo ich hin wollte. Wo können wir denn noch mal hin in den nächsten 5 Minuten oder so? Keine Ahnung. Wir machen mal was auch immer freischalten und so und dann gucken wir mal. So. Zip. Halleluja. Einmal umdrehen. Hier rüber. So, wir haben 6 Kilometer. Okay. Ich kürze euch mal hier ein bisschen ab. Haha. Und durch den Bretterzaun bretter ich durch.
rum. Der war im Wege. Der musste weg. So. Das ist ja irgendein Ereignis, was man machen könnte. Was wäre das? Tempo 50. Naja. Ich fahre hier vorbei. Ja. Schön. Oh, ein kleiner Lieferwagen. Noch ein kleiner Lieferwagen. Und bam, komm. Ein rücksichtsloser Fahrer wurde gerade gemeldet. Der Haftbefehl ist bereits ausgestellt. Alles klar. Alles klar. Die Frage ist nur, wo ist denn der rücksichtslose Fahrer? Versuch die Cops mit U-Turns abzuhängen. Mit was? Kenn ich nicht. Was ist das hier für eine Phrase? Auf, ab, auf, ab. Genau, wir wissen Bescheid. Aber wissen wir auch Bescheid, dass er Bescheid wissen? Dass er Bescheid wissen? Oh weia. Oh weia. Hoppala. Und springen. Und hüpfen. Und tanzen. Und überhaupt. Das Ziel wird nach Westen. Wiederhole. Nach Westen. Ach ja? Dann kann ich auch mal in die Richtung fahren. Ist nicht mehr Westen dann. Ja, aber was nützt das, wenn ich hier lang fahre? Dann können die doch die Straße sperren, so viel ihr wollt, Mann. An alle Posten. Ein Straftäter betritt unseren Zuständigkeitsbereich. Schnappt ihn euch, Jungs. Bestätigt. Okay, lass mal gucken. Ist nur der eine, der hat nicht mehr viel Leben sozusagen. Den bremse ich mal ein bisschen aus. Ah ja, ja, will er das hier machen, ne? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. So, hier kommen wir dann auf eine Autobahn. Oder auf jeden Fall auf eine Straße. Achtung! Zentrale, Straßensperren klar. Verstanden. An alle Einheiten, die Straßen auf der Route des Ziels sind abgesiegt. Tja. Ich habe keine Sicht auf das Ziel, Zentrale. Verstanden. Ich auch nicht. An alle Einheiten, eine Polizeiverfolgung passiert die Staatsgrenze. Übernehmt und wartet auf Anweisungen. Scheiße! Nehmt die Verfolgung wieder auf. Das Ziel geht uns durch die Lappen. Ich habe aber keinen Lappen. Dann gucken wir mal, dass wir hier wegkommen. Halleluja. So. Geändert. Er fährt nach Nordwesten. Achtung! Wir haben ihn. Verdächtiger verhaftet. Zentrale. Was? Wie verhaftet? Wirklich? Na gut. Hallo? Alle Einheiten. Es ist vorbei, Zentrale. Wir haben den Verdächtigen in Gewahrsam. Okay.
Ja. Hui. Na dann. Bin ich da? Kann man da die Berge hoch oder ist da irgendwie Ende? Eieiei. Ich springe hier so gerne. Ui. Und den Turbo an und springen. Ja, ungefähr. Was ist denn das hier für eine einsame Straße? Keine Ahnung. Gut, Freunde. Oh, Kühe, Ochsenkühe. Hallo, ihr Kühe. Oh, ich gebe Rindersuppe. Aha, einen habe ich erwischt. Oder so. Okay. Dann, liebe Leute, bedanke ich mich für heute. Ich bleibe hier bei den Ochsen stehen. Bin ja selbst einer. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.